Hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit dem neuen Schwert und dem... Ja, das war's eigentlich. Wir haben nur ein neues Schwert gekauft, ansonsten haben wir uns nichts besorgt. Wir laufen jetzt erst noch mal ein bisschen rum. Ob diese republikanischen Raumkapseln die Bruchlandung in den Slums überstanden haben? Weiß ich nicht. Hallo Sith Trooper. Aus dem Weg, Bürger. Wir sind offizielle Vertreter der Sith. Also verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oh, ist ja sauer. Gut, aber angreifen tut er uns auch nicht, stört ihn auch nicht, dass wir hier schwer bewaffnet durch die Gegend laufen. Und das ist auch gut so. Was gibt's hier noch Schönes? Sanitätsstation, Kopfgeldjäger. Na, das sind ja ungemütliche Leute. Zur nördlichen Oberstadt. Darwig meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Schon wieder dieser Darwig. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Darwig kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Nein, die stechen wir ab. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. David mag keine Zeugen. Ja, jetzt lass den Mann mal in Frieden hier, oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Lass den... Ja, ich nehme an, das ist die gute Seite. Ja. Und wir sind mitten im Kampf. Und kloppen ihm mal Unruhe rein. Kritischer Treffer, starker Treffer. Und dann kümmern wir uns um den. Ja, so in etwa. Dann mal los. Juhu, helle Seitepunkt. Vielen Dank. Das war einfach. Das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Darwig einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Gebt mir alle eure Credits, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Sehr cool. Ja, können wir euch denn helfen? Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Aber das ist ja nicht nachhaltig. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Na klar, überhaupt kein Thema. Ich gebe dauernd Leuten, die ich auf der Straße begegne, 100 Credits. Ihr gebt mir 100 Credits? Na klar. Einfach so? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Keine Danke. Ursache. Ihr gebt ihm 100 Credits? Großzügig. Jetzt kann ich David abonnieren, kommentieren und liken, ihr Junge. Ihr habt mir das Leben gerettet, danke. Am besten, ich gebe ihm die Credits gleich. Wunderbar, Credits verloren. Was? Achso, ja, Erfahrungspunkte, helle Seitepunkte erhalten. Zwei helle Seitepunkte, yes. So. Hallo? So, darf ich mich... Jetzt darf ich mich bewegen. Gut, dann gehen wir mal plündern. 50 Credits. Damit haben wir doch schon nur noch 50% hier verloren. 50 Credits und wir sind wieder bei 0 rausgekommen. Sehr schön. Perfekt. Ausgezeichnet. Ja. Dann haben wir hier tatsächlich mal ein paar gute Punkte verdient. Und würde ich sagen, wir schauen nochmal bei der Klinik vorbei, was es hier so gibt. Oder Sanitätsstation oder Sanitätsstation. Das geht ja viel zu. Überhaupt nicht gut. Hallo, Ambulanztruide. Ha, ha, ha. Okay, ja. Gut, nur für Laborpersonal. Können wir da rein? Bereit. Klar. Schaut mal erst mal mit den Leuten. Dem hier zum Beispiel. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Tarisianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Nur weil ich nicht Niemand so einen Bart habe wie du. Niemand soll sagen, dass Zelka Vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Da haben wir wieder einige Optionen. Medizinisches Zentrum, ist das
sowas wie ein Spital hier. Ja, das ist so etwas wie ein Spital. Obwohl meine Mittel stark eingeschränkt sind, seitdem die Sith den Planeten unter Quarantäne gestellt haben. Ich versuche, alle Bürger und Besucher auf Taris mit einfachen medizinischen Mitteln zu versorgen. Ich hatte eine umfassende medizinische Ausbildung. Und obwohl es mir an Vorräten mangelt, kann ich beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul natürlich. Ja, das hatten wir jetzt schon mal. Was ist denn dieses Rakul? Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Es sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Uncool. Gibt es da denn kein Heilmittel? Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Mhm. Ja, da könnten wir ihm ein paar Fragen stellen. Wir könnten von ihm ein bisschen Geld wollen, wenn wir ihm helfen. Oder wir helfen ihm einfach so. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Mengen des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Ich hab ein Schwert. Macht euch keine Sorgen, ich beschaffe das Serum für euch. Das kriegen wir doch hin. Bitte sagt so etwas nicht. Wenn die Sith das hören, könnten sie auf die Idee kommen, ihr wollt einen ihrer Patrouillen angreifen. Sie könnten mein Spital schließen. Ich habe nur vom Serum gesprochen, weil ihr danach gefragt habt. Ich erwarte gar nicht, dass mir jemand das Serum beschafft. Also dann, kann ich sonst etwas für euch tun? Ja, könnt ihr ein wenig Heilung gebrauchen, zeigt mir, was ihr zum Verkaufen anzubieten habt. Oder wir hätten vielleicht noch ein paar andere Fragen. Ich kümmere mich vor allem um das medizinische Zentrum, aber ich könnte wohl ein wenig Zeit erübrigen, um ein paar Fragen zu beantworten. Was würdet ihr gerne wissen? Ja, erzählt mir nochmal von diesen Ragu. Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Wenn man zu lange in den... Gut. Andere Frage. Hatten wir schon. Was denkt ihr denn über die Sith? Ich weiß genug über sie, um Angst zu haben. Ich habe von der Brutalität der Sith gehört. Ich weiß, was sie mit den Planeten anstellen, die sie erobern. Bisher haben sie mir nur ein paar allgemeine Fragen gestellt. Aber ich befürchte, dass sie dieses Spital eines Tages ganz schließen werden. Einfach so, weil es ihnen Spaß macht. Ich schätze, ich kann wohl nicht viel gegen die Sith tun. Ich kann einfach nur abwarten und hoffen, dass die Republik einen Weg finden wird, sie daran zu hindern, die ganze Galaxis zu erobern. Ich kümmere mich. So, was hat man denn noch? Allgemeine Informationen über Taris, bitte. Ich weiß nicht viel, aber ich erzähle euch gerne alles, was ich weiß. Wollt ihr etwas über die Oberstadt wissen? Oder seid ihr eher an der Unterstadt und den Slums interessiert? Von der Oberstadt, da sind wir gerade. Hätte ich gern was gewusst. Die Leute hier in der Oberstadt denken, dass sie etwas Besseres sind. Doch sie sind nicht anders als alle anderen auch. Die Leute hier können selbstsüchtig, gierig, arrogant und voreingenommen sein. Deswegen benötigen Aliens eine Sondergenehmigung, wenn sie die Unterstadt verlassen wollen. Wenn die Leute in der Oberstadt nicht so selbstsüchtig wären, wäre es vielleicht nicht so schlecht um die Unterstadt und die Slums bestellt. Und wie sieht es in der Unterstadt aus? Die Unterstadt ist von Swoop-Banden, Schlägern und Gaunern überrannt. Wenn ihr dort runtergeht, solltet ihr besser gut bewaffnet sein. Ich hab ein Schwert. Wenn ihr nicht von einer der Swoop-Banden angegriffen werdet, werdet ihr vermutlich von einem von Daviks Schlägern überfallen und ausgeraubt. Bald wird es dort unten so schlimm sein wie in den Slums. Okay, und wie sieht es in den Slums aus? Die Slums sind eine riesige Müllhalde mit massenhaft fleischfressenden Mutanten, die man Rakgul nennt. Ich empfinde tiefes Mitgefühl für die Ausgestoßenen, die dort unten leben müssen. Ausgestoßene? Das Rechtssystem hier auf Taris ist strikt und die Rechtsprechung grausam. Es gibt nur zwei Arten von Strafen. Hinrichtung oder Verbannung in die Slums. Die Ausgestoßenen dürfen niemals mehr zurückkehren oder ihnen droht Todesstrafe. Selbst ihre Nachkommen werden gezwungen, unter unseren großen Städten zu leben. Wenn es mir möglich ist, schicke ich Vorräte in die Slums, um ihnen das Leben ein wenig zu erleichtern.
Ich kann allerdings nichts tun, um jenen zu helfen, die an Rakgu leiden. Ja, okay. Andere Fragen hätten wir vielleicht noch. Wisst ihr etwas über die Rettungskapseln, die in den Slums aufgeschlagen sind? Rettungskapseln der Republik? Nein. Warum fragt ihr mich so etwas? Ich weiß nichts. Die Rettungskapseln sind in der Unterstadt abgestürzt. Ich habe damit nichts zu tun. Aha. Das klingt aber nicht so. Ja, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Überreden funktionieren wird. Wir lassen das mal lieber sein und leveln das gelegentlich mal. Vielleicht an den nächsten Punkt nicht investieren, weil anscheinend kostet es ja immer 2. Klingt aber nicht so. Es ist aber die Wahrheit. Und ich mag es nicht, wenn man mir unterstellt, dass ich etwas über die Rettungskapseln der Republik wüsste. Das ist ja so schlimm wie ein Verhör durch die Sith. Ah, doof. Ja, dann macht er doch mal keine Sorgen. Ich arbeite überhaupt nicht mit den Sith zusammen. Wir bringen die nachher eh alle um. Und euer Geheimnis werde ich nicht verraten. Zieht mich doch einfach mal ins Vertrauen. Die Sith waren bereits hier und haben die gleichen Fragen gestellt. Ich sage euch, was ich ihnen gesagt habe. Ich weiß nichts über die Rettungskapseln. Also, benötigt ihr sonst noch etwas? Das ist ja doof. Wir hätten mehr Überreden holen sollen. Doof, doof. Ich kümmere mich vor... Ja. Ärgerlich. Na gut, was hat er denn zum Verkaufen? Kommt einfach hier rüber. Ich zeige euch, was ich im Lager habe. Meine Preise sind sehr vernünftig. Ich verlange nur das, was ich benötige, um das medizinische Zentrum hier zu erhalten. Netter Mann, verbessertes Medikit. Antidot. Okay. Behandlung von Vergiftung. Das gibt's auch noch. Ja. Nehmen wir mal einen mit. Nervenimplantate. Das können wir, glaube ich, eh noch nicht benutzen. Das sind alles nur so einmal verwendbare Sachen. Verbessertes Medikit. Nehmen wir mal 2 mit. Ein neuer Tagebucheintrag. Ja, das mit dem Überreden, das ist überaus ärgerlich. Bereit. Bin dran. Es ist offen. Was macht ihr da? Geht nicht da rein! Die Tür ist nur für Angestellte! Was geht hier vor? Nichts. Das geht euch gar nichts an. Vergesst einfach, was ihr gesehen habt. Aha. Ich stehe auf der Seite der Republik. Ihr könnt mir vertrauen. Ich schätze, ich soll euch besser sagen, was hier vorgeht. Juhu. Ich hoffe nur, die Sith finden nichts heraus. Ja, die Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend. Wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum, mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Können wir dann irgendwie helfen? Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf. Juhu, heller Punkt. Können wir jetzt hier rein? Gibt's hier was? Also hier hat er anscheinend so ein paar Tanks, wo die Jungs geheilt werden. Sehr vorbildlich. Auch alles schön sauber. Gefällt mir. Gut. Damit sind wir hier wohl fertig. Mit dem da kann man noch kurz reden. Hier da, einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Rakgul-Serum sprechen. Aha. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte. Ein Angebot? Zelka ist nicht der Einzige, der an dem Rakgul-Serum interessiert ist. Davik Kang wird euch 10-mal so viel zahlen als Zelka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Ich denke mal, das werden wir eher dem Zelka geben, damit er den Leuten hilft. Es ist ja schön und gut, Leuten zu helfen. Aber manchmal muss man sich selbst helfen, richtig? Ich hab Beschwerden. Ich sage euch, Davik wird euch eine Menge Geld für das Heilmittel bezahlen. Mehr Geld, als sich Zelka jemals leisten kann. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten.
Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakgul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Davik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Irgendwie arbeitet jeder für den. Naja, gut. Denkt daran, wenn ihr das Rakgul-Serum... Mehr hat er uns auch nicht zu sagen. Naja, gut. Okay. Dann ziehen wir weiter. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir da auch noch links und rechts konnten. Lass mal die Karte sehen. Zu den Apartments, da geht's zu der Kantine, da wollen wir auf jeden Fall noch hin. Anscheinend ist da eh nichts. Dann, ach ja, und hier ist die Fliege. Sehr schön. Nördliche Oberstadt. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Ja, also man sieht, es ist nicht ganz klein hier. Durchaus das eine oder andere zu entdecken. Ich bin Hallo. Beschäftigt. Ich kann jetzt nicht mit euch plaudern. Warum nicht? Du läufst hier rum, du hast gar nichts zu tun. An sich auch ganz hübsch. Naja, im Rahmen der Möglichkeiten. Ich hatte ja auch gesagt, es gibt auch ein paar Mods. Die sind allerdings noch nicht alle... Also, ja, es gibt keinen, der wirklich richtig fertig ist. Und, ja... Ist halt ein bisschen riskant, denke ich immer auch, wenn man an einem Spiel rumfuscht, neues Zeug reinhaut. Und ich bin im Moment relativ froh, dass es einfach so funktioniert. Deshalb lassen wir es mal so. So schlimm sieht es halt auch nicht aus. Es ist offen. Ein Mann. Hä? Erstmal plündern wir euch aus. Das ist echt ein bisschen fies, wenn man sich das mal überlegt. Aber gut. Hallo Mann. Tut meiner Familie nichts. Nehmt, was ihr wollt und geht. Es gab Zeiten, in denen man auf diesem Planeten keine Angst vor Dieben haben. Du wohnst nicht hier. Geh weg. Okay, dann mache ich das. Tut mir leid. Mama sagt, ich soll nicht in die Unterstadt gehen. Da wohnen nur böse Leute. In der Tat, nur böse Leute, so wie ich. Jemand, der hier rumrennt und anderen Leuten Sachen klaut. Ah, das Apartment zu nennen, ist auch ein bisschen anspruchsvoll. Ich war ein schlechtes Gefühl, ey. Eigentlich ein Wunder, dass es keine negativen Machtpunkte gibt. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu glotzen. Wo hast du die Sith-Uniformen versteckt? Hast du sie an die tarisianischen Rebellen verkauft? Rede! Ich will antworten! Sie erfüllt du. Sie entschuldigt. Wenn du sie gut, dann sie mir ein Volumia. Was geht denn hier vor? Ihr seid ein bisschen zu neugierig, Zivilist. Das geht euch nichts an. Ich kenne die Verhörmethoden der Sis. Das nimmt kein gutes Ende. Lüg mich nicht an, Scheißkerl! Wir haben ein Überwachungsvideo von dir, also fang endlich an zu reden, bevor ich dir das Hirn aus dem Schädel puste! Oh, der Commander verliert die Geduld. Nach dem letzten Verhör habe ich eine Stunde gebraucht, um meine Uniform wieder sauber zu kriegen. Oha. Vielleicht weiß das Alien ja wirklich nichts. Haltet euch einfach raus. Es ist besser für euch. Ich werde aber nicht zulassen, dass ihr hier wehrlose Gefangene tötet, meine Freunde. Wie bitte? Macht ihr Witze? Wie wollt ihr uns denn aufhalten? Ich hab ein Schwert. Zeigt diesem Zivilisten, was passiert, wenn man einem Sith widerspricht. Ihr seid gar keine Sith. Ja, damit sind wir im nächsten Kampf netterweise auch direkt pausiert. Oh, Commander. Ja, kritisch. Ich wechsle einfach mal ein bisschen durch. Gelegentlich müsste ich mir wirklich mal anschauen, zu was das alles führt. Juhu, helle Seite. Ah, ich habe das gelöscht. Nein, Feuer. Das tat weh. Ah, jetzt sieht man doch, er hat sich mal daneben geschossen. Aber wir haben sind schon fertig und damit haben wir es geschafft. Darum habe ich diese Siphoniform geschoren, okay.
Und da der Krieg. Und das da hier war wohl da. Wer wohnt das? Linder Kufta. Kolo Duf, die Wanne gut. Die Kerl, die Riemer. Den Fuß, die Borobahn. Wenn auf die Kufta. Sie entschuldigt haut. Wenn war sie gut. Sie erfüllt du. Okay, was haben denn diese geheimen Beck so vor? Diese Frage kann euch nur Gardon Thack beantworten. Ihr solltet den geheimen Beck nur... Achso, er sollte Siphoniform besorgen. Nicht mehr, nicht weniger. Soll ich das vorlesen, oder? Das wäre auch mal ganz interessant. Naja gut, auf der anderen Seite. Ich mach's einfach, oder? Nach Augusto. Könnt ihr mich denn zu diesem Gardon führen? Der Zugang zur Unterstadt wird kontrolliert. Ich bin Gardon nie persönlich begegnet. Ich habe immer nur mit seinen Handlangern verhandelt. okay. Könnte ich eine dieser Uniformen haben? Tut mir leid, ich habe alle Uniformen der den Geheimen weggegeben. Wieso nehmt ihr euch nicht einfach die Uniformen der toten Ziff-Soldaten hier im Raum? Wegen den Schnittverletzungen und den ganzen Einschusslöchern vielleicht. Ja, dann war's das jetzt. Jetzt könnte man noch eine Belohnung verlangen, das wäre wieder böse, also sind wir durch. Ja, ich auch. Die Sif kennen jetzt mein Gesicht. Ich muss mir dringend ein gutes Versteck suchen. Danke nochmal, Mensch. Bitte, lustige Außerirdische. So, ja, dann schauen wir mal, ob wir hier eine schöne Uniform finden. Auf jeden Fall haben wir wieder was zum Verkaufen. Ziff-Rüstung. Yay. Und gleich auch noch die vom Commander am besten. Und hier hätten wir noch eine Feldkiste. Wo noch ein paar Credits drin sind. Ja, so langsam aber sicher wird's was mit dem finanziellen Wohlstand. Hallo, Frau. Ob diese republikanischen Raumkapseln die Bruchlandung in den Slums überstanden haben? Ich bin beschäftigt. Ich kann jetzt nicht mit euch plaudern. Okay. Oh, die steht erst noch auf dem Boden rum. Eine Feldkiste, Medicaid Credits, was die Leute alles in ihren Feldkisten unbeaufsichtigt stehen lassen. Naja, eine nur bedingt schöne Aussicht. Angeblich kontrollieren die Banden die Unterstadt. Warum sorgen die Sith nicht endlich für Ordnung? Ja, was soll das? Können die auch mal machen. Bereit. Sind jetzt auch gesundheitlich ein bisschen sehr angefressen. Bin dran. Wäre eine eventuell eine Frage für den Schnellreisekram sie. Ah, Feldkiste. Alles nehmen. Hallo, Largo. Bitte, tut mir nichts. Ihr müsst mich nicht aus dem Weg räumen. Ich beschaffe Daviks Geld. Schon wieder der. Er muss mir nur noch ein bisschen Zeit geben, bitte. Ich möchte nicht sterben. Hier, ich habe 50 Credits bei mir. Das ist alles, was ich habe. Es gehört euch, wenn ihr nur Davik nicht verratet, wo ich mich verstecke. Gut, ich flehe euch an. Gib mir die Credits, dann verrate ich David nicht, dass ihr euch hier versteckt. Ja, also wir können hier schon ein bisschen böse sein. Wovon redet ihr? Ihr seid nicht hier, um mich zu eliminieren, aber... Nein, nur klauen. Ich dachte, ihr gehört zu Daviks Kopfgeldjägern. Wenn ihr mich nicht erledigen wollt, was wollt ihr dann? Und das Kopfgeld ergreifen. Ja, ihr könnt... ich sehe mich hier nur um, wir könnten ihn jetzt platt machen oder, ja, vielleicht können wir ihm ja auch helfen bei seinem Problem mit dem David, der steht ohnehin oben auf der Liste, so unfreundlich wie der anscheinend ist. Ich denke nicht, dass mir jemand helfen kann. Na klar. Ich schulde David Geld und bin mit der Zahlung im Verzug. Deswegen ist er zu Zax ins Kopfgeldbüro gegangen und hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ich verstecke mich seitdem hier, aber früher oder später wird mich jemand finden. Wenn ich nicht irgendwoher 200 Credits beschaffen kann, bin ich so gut wie tot. Ach, kein Ding. Ich habe noch 200 Credits, die ich überhaupt nicht benötige. Auf gar keinen Fall. Aber wir können ihn natürlich auch wieder angreifen. Oder einfach abhauen. Bitteschön. Ihr gebt einem Fremden einfach so 200 Credits, ja, um ihm zu helfen? Hat vorhin schon gemacht. Ich kann es kaum glauben. Ich danke euch. Wow, ihr seid wirklich großzügig.
Ich hoffe nur, dass wir die Credits nicht irgendwann selbst brauchen. Jetzt kann ich meine Schulden bei Davik abbezahlen. Hat er mich gerade kritisiert? Ich danke euch. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich sollte gleich aufbrechen und Davik das Geld bringen. Kein Ding. Tagebucheintrag. Kein Geld mehr. Ja. 10. Viele Erfahrungspunkte. Helle Seitepunkt. Gut sein ist so teuer. So, was gibt's hier noch? Verdammt. War ich jetzt durch? Ich hoffe. Ja, sollte eigentlich. Ja, ich denke schon. So, damit hätten wir die Apartments auch abgearbeitet. Nördliche Ober? Südliche? Waren wir hier noch nicht? Sieht alles so gleich aus. Zur südlichen Oberstadt. Ja, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, wo wir jetzt wieder gelandet sind, hier wo immer alles so gleich aussieht. Und heute haben wir einem bedürftigen Mann einfach mal so 200 Credits gegeben und der Frau nochmal 100. Ach nee, das war glaube ich letzte Folge, oder? Ja, wir haben mit dem Medizinmann, haben wir gesprochen in der Klinik, noch einen Auftrag erhalten. Also viel zu tun hier auf Taris, steht uns noch einiges bevor. Das wird sicherlich spannend. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, um euch dann zusammen mit mir anzuschauen, wie wir das alles angehen. Bis dahin. Ciao, ciao.